Hallo, heute werden wir uns mal mit dem Thema Abgasnachbehandlung so ein bisschen mehr beschäftigen. Ihr seht schon, hier haben wir AdBlue, was wir natürlich auch im Programm haben. Aber es geht heute bei den PS-Tipps um die Füllstandsgeber vom Harnstoffsystem. Schauen wir uns doch diesen Füllstandsgeber mal genauer an. Anfänglich gucken wir uns erstmal an, wo kriegt er überhaupt den Harnstoff her? Der Harnstoff wird hier, das befindet sich im unteren Bereich des Tanks, angesogen, geht dann nach oben über den Schrumpfschlauch, da ist der Schlauch drin. Hier ist die Verbindung zum Fahrzeug, wird dann weitergeleitet und hier ist der Rücklauf. Hier ist jetzt kein Schlauch dran, kann je nach Fahrzeugvariante auch sein, dass da ein Schlauch angehört. Als nächstes haben wir hier in der Mitte, ich stelle mal aufrecht, den Schwimmer vom Füllstandsgeber. Je nach Position des Schwimmers wird ein Signal an das Steuergerät gegeben, wie hoch der Stand vom Harnstoff ist. Auf die elektrische Funktion gehen wir aber gleich noch ein. Ich würde euch jetzt noch einmal gerne erzählen, warum hier diese Spirale vorhanden ist. Das ist bei Harnstofftankgebern üblich. Der Harnstoff muss erwärmt werden oder es muss verhindert werden, dass der Harnstoff gefriert, weil der Gefrierpunkt beim Harnstoff ist anders als bei anderen Betriebsmitteln schon bei minus 11 Grad. Und darum ist es wichtig, dass er erwärmt wird, um zum einen das Gefrieren zu verhindern, aber zum anderen auch, wenn es gefroren ist, das Tauen zu beschleunigen oder halt zu fördern, damit er halt eingespritzt werden kann. Wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal auf die Funktion der elektrische Funktion des Tankgebers ein und anschließend zeigen wir euch nochmal die anderen Komponenten. Wir schließen jetzt den Füllstandsgeber ans Multimeter an. Dafür habe ich einen Schaltplan verwendet, um die Pillenbelegung rauszusuchen. Und ihr seht hier, dass sich dann hier auf dem Multimeter ein Widerstandswert zeigt. Dieser ändert sich je nachdem, an welcher Position ich mich befinde. Die Position oder der Widerstandswert wird an die Auswertelektronik, das heißt das Steuergerät, weitergegeben und anschließend ans Kombi-Instrument weitergeleitet, nachdem es ausgewertet wurde. So kann der Fahrer erkennen, so und so viel Prozent beträgt mein Füllstand. Was euch vielleicht aufgefallen ist, dass hier keine Spirale verwendet wird bei dieser Bauart, aber hier ist ein Temperatursensor vorhanden. Dieser Temperatursensor gibt ein Signal an das Steuergerät, wenn die Temperatur von einer gewissen Gradzahl unterschritten ist. Und dann wird ein externes Heizelement angesteuert, um dann halt auch wieder das Gefrieren des Harnstoffs zu vermeiden. Ich hoffe, wir konnten euch die Grundfunktion des Tankgebers näher bringen. Jetzt würde ich gerne euch noch mal ein paar Beispiele zeigen, was wir noch so im Programm haben für das Harnstoffsystem. Wir fangen mal an mit dem Filter. Ganz wichtig, um Verunreinigungen aus dem System zu kriegen. Hier auch mit passender Kartusche oder mit passendem Deckel. Hier sind auch noch mal Filter. Diese Filter sehen zwar unscheinbar aus, sind aber sehr wichtig, um kleinste Verunreinigungen rauszukriegen aus dem System. Das sind Leitungsfilter. Ganz wichtig, wenn sie mal erneuert werden sollten, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten. Hier haben wir zum Beispiel einen Tankdeckel. Hier haben wir ein Dosiermodul. Und hier haben wir einmal einen Tank, wie unschwer zu erkennen ist. Ich werde gleich nochmal auf die generelle Funktion des AdBlues eingehen, und um euch einfach nochmal zu zeigen, was es da für Besonderheiten gibt und was es auch für Fehlerbilder geben kann. Das Harnstoffsystem ist ein sehr komplexes System. Natürlich können da auch etliche Fehlerbilder auftauchen. Ich würde euch jetzt gerne einmal so die Fehlerbilder, die wir so in der Vergangenheit schon erlebt haben, einmal näher bringen. Oftmals ist es so, ihr seht hier die Filter. Das ist ziemlich fein. Wenn da natürlich Verunreinigungen drin sind durchs AdBlue, dann kann es sein, dass die Fördermenge beeinträchtigt wird. Somit immer die Filter regelmäßig austauschen, auch die großen Filter natürlich. Zum anderen ist es so, dass ihr, wenn ihr einen blauen Deckel seht, bitte AdBlue auffüllen. Hier steht sogar noch einmal drauf für euch. Keinen anderen Kraftstoff oder etc. einfüllen. Das führt zu Funktionsstörungen. Zum anderen ist es so, wenn AdBlue mit Luft in Verbindung kommt, ich kann euch das mal eben zeigen, das heißt, wenn Undichtigkeiten im System sind, kannst du das sehen? Dann kristallisiert dieses AdBlue. Das bedeutet, ihr könnt euch das vorstellen, wenn das in den Leitungen ist und in den kleinen Filtern, dann verstopfen die Leitungen teilweise und dann kommt es zu Fehlermeldungen. Apropos Fehlermeldung, es ist so, dass
ja, dass Fehlermeldungen sehr wichtig sind, um Fehler einzugrenzen. Das, ihr könnt das mit der Diagnose auslesen. Wenn ihr mal Unterstützung von uns braucht, vom Helpdesk, dann meldet uns bitte diese Fehler kurz gleich mit, damit wir euch schnellstmöglich weiterhelfen können. In dem Sinne würde ich mich verabschieden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.